Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Wirtschaft TV hier aus der Börse in Frankfurt. Und bei mir ist Sven Franzen, er ist der Geschäftsführer der Tiger Marketing Group. Erstmal herzlich willkommen hier in Frankfurt. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind Vollblutunternehmer, kann man sagen, haben mit 16 Jahren Ihr erstes Unternehmen gegründet. Jetzt 10 Jahre später, wie fällt denn da Ihr Resümee aus? Ja, 10 Jahre später würde ich natürlich alles nochmal genauso machen. Also ich habe viele Erfahrungen in jungen Jahren gesammelt, viel an der Praxis gelernt, wie man Geschäfte macht, und genau so das als junger Mensch wieder zu erleben, das würde ich wieder so machen. Ich habe in den letzten Jahren in den USA gelebt und habe da Menschen gesehen, die sehr offen neuen Ideen gegenüber waren, Investoren, die gerne auch investiert haben. Ich habe das Gefühl, aber in Deutschland ist diese Gründerkultur und Gründungskultur und Unternehmenskultur vielleicht nicht ganz so ausgeprägt. Würden Sie das vielleicht auch so sehen? Momentan ja, aber ich habe ein ganz starkes Gefühl, dass sich da derzeit viel entwickelt. Vor allem die jungen Generationen und nachfolgende Generationen, auch meine, die werden da entsprechend ganz andere Wege gehen, trauen sich früher, ihre Ideen auch Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich gehe davon aus, dass wir da noch viel zu erwarten haben. Nun haben Sie ein erfolgreiches Unternehmen gegründet. Welche Tipps haben Sie denn vielleicht für junge Leute, die uns zuschauen und denken, ja, ich würde eigentlich auch was gerne machen, ich habe eine Idee, aber wie setze ich das dann um? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Da habe ich 3 konkrete Ideen, die ich mit auf den Weg geben kann. Ich denke, es ist wichtig, dass man ein Macher ist und nicht ein Träumer. Viele haben den Traum und die Idee, ein Unternehmen zu gründen, aber machen es einfach nicht. Einfach machen und rangehen und die eigene Idee auch zu verwirklichen. Zweitens sollte man sich klar sein, dass man raus aus seiner Komfortzone geht. Das sind viele nicht gewohnt, der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier, aber als Unternehmer stehen wir regelmäßig vor neuen Herausforderungen, sodass das ganz, ganz wichtig ist. Und als drittes ist es wichtig, dass man auf sich selbst vertraut und von sich überzeugt ist. Man sollte nicht auf Unkenrufe hören von Dritten, auch ich als 16-Jähriger, da gab es natürlich viele, die gesagt haben, naja, wird das was, nicht drauf hören und die eigene Idee selbst überzeugt umsetzen. Trotzdem gibt es vielleicht auch ein paar Dinge, die immer wieder passieren. Welche Fehler sind denn vielleicht vermeidbar? Ich denke, eine goldene Formel gibt es dafür nicht. Wichtig ist, dass man einfach natürlich und gesund wächst mit seinem Unternehmen, dass man nicht überheblich wird und dass man immer weiß, wo die eigenen Wurzeln sind. Wenn das Geschäft nun erfolgreich läuft, wie hält man es dann auch am Laufen? Gibt es dafür vielleicht noch ein paar Tricks oder ist das auch einfach, wenn es ins Rollen kommt, dann läuft es einfach? Meine Erfahrung zeigt, dass man als Unternehmer sich regelmäßig wiedererfinden muss. Man muss sich neu erfinden, man muss ein Pionier und ein Innovator sein. Und deshalb ist es notwendig, dass man regelmäßig alle seine Ideen, Konzepte und vor allem das eigene unternehmerische Handeln regelmäßig überdenkt und daraus seine Konsequenzen zieht. Sie werden auch bei der Deutschen Anlegermesse dabei sein in Frankfurt. Auch wir von Wirtschaft TV unterstützen das. Was kann man da erwarten auf diesem Jugendforum? Mir geht es vor allem darum, den jungen Menschen einen Gründergeist, einen Spirit mit auf den Weg zu geben, ihnen das Wissen zu vermitteln, was man für eine Unternehmensgründung braucht und wie man erfolgreich wird und schlussendlich auch einfach die Motivation zu sagen, macht's einfach. Das sagt Sven Franzen, Geschäftsführer von der Tiger Marketing Group. Vielen Dank. Also wir werden einfach mal weniger träumen, sondern einfach mal Dinge in die Hand nehmen. Das nehme ich so mit. Vielen Dank Ihnen und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns bald wieder bei Wirtschaft TV.